schwere Arbeit wurde in der Zeit von Katharina der Großen begonnen, dauert immer. Das gehörte der Zarenfamilie, die letzte, die dort wohnte, das war Maria. Und es ist bekannt zum ersten Mal in der Stadt Sankt Petersburg, tanzte Natalie Gonchirova im Anitschka-Palast. Also, wir können jetzt im Inneren auf an der linken Seite. Meine Damen und Herren, ein aus dieser Familie war der bekannte Favorit von Elisabeth. Er liebte sie in der Wirklichkeit. Elisabeth war eine sehr schöne Dame. Und später in der sowjetischen Zeit war in diesem Haus das Haus der Freundschaft und heute das Museum von Fabergé. Fabergé, der Meister von Nikolaus, dem Schatullen waren mit Edelsteinen geschmückt. Und solche also Schatullen aus dem Eier verkauft man heute in allen Souvenirgeschäften der Stadt. In unserem